euch, ja, willkommen zur Bulking-Reihe und es wird tatsächlich erstmal Bulking Road to 105 sein, tatsächlich, denn ich bin natürlich in den letzten 3 Wochen bzw. 3,5 Wochen ziemlich hochgeschossen, ja, ich hatte ein Wettkampfgewicht von 86,5 Kilogramm und mein aktuelles Gewicht werde ich euch mal hier oben einblenden, ja, und heute ist letztendlich eigentlich nur mal so ein kleines Introducing, mal leicht anfeuchtendes, ein leichtes Böhnchen anspielen, was euch eigentlich erwartet, und zwar folgendermaßen: Wir werden uns natürlich auf Training und auch auf Ernährung konzentrieren. Ernährung ist im Grunde das A und O, letztendlich ist es eine Bulk-Reihe, dementsprechend Überschuss ist alles, wie der erreicht wird, wird dementsprechend hier vorgestellt, plus natürlich ein, zwei Supplementierungsgeschichten, ja. Ihr werdet gleich bei mir in dem Fall, es ist wirklich einfach mal ein eigenes Video, bei mir tatsächlich einen Teil meines ersten Trainings sehen. Ich werde das ziemlich raw halten, sprich, ich werde das nicht so komplett verbasteln, nicht so viele Effekte, nicht so viel flackern, sondern dass er wirklich ein bisschen was vom Training mitbekommt. Aktuell mache ich einen 5er-Split. Warum ich einen 5er-Split mache? Tatsächlich bin ich momentan 6, manchmal auch 7 Mal die Woche da. Ich reste relativ wenig und das ist ein Fail eigentlich von mir, ja. Obacht sei, nicht mal so viel trainieren, sondern auch ein bisschen den Körper Ruhe gönnen. Und wir werden uns gleich das Schultertraining reinziehen, damit wir tatsächlich mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was ich eigentlich mache. Denn es ist von mir eine absolute Schwachstelle. Ich habe zwar eine seitliche oder eine hintere Schulter, die nicht so bad ist, aber mein frontaler Schultergürtel ist nicht so nice, meine obere Brust, gerade auch meine vordere Schulterpartie. Sprich, dass es eben das Taillen-Schulter-Verhältnis sich ein bisschen erweitert, dass ich wirklich auch auf, nicht nur auf Pump, sondern auch ein bisschen auf Natürlichkeit, ja, auf Flachität quasi beim Wettkampf irgendwann mal ein bisschen mehr Schultergürtel mitbringe. Ich werde euch, wie gesagt, gleich einen kleinen Ausschnitt aus dem Schultertraining zeigen. Es sind genau 6 Übungen, die ich mache. 6 Übungen, zwei Durchgänge. Sprich, ich mache für jeden Schulterkopf mache ich 2 Übungen, jeweils eine schwere und eine leichte. Ich mache erst die vordere, dann die hintere und dann kommt der zweite Durchgang. Der erste Durchgang ist relativ schwer, sprich, ich bewege mich dann im Bereich von 6 bis 8 Wiederholungen. Möchte da stärker werden, zum Beispiel Military Press aktuell so bei 70 Kilo mit 8 Wiederholungen, werdet ihr gleich, wie gesagt, gleich sehen. Und der zweite Durchgang ist dementsprechend ein bisschen lower mit 12 bis 15 Wiederholungen, wirklich nur auspumpen und den Punkt treffen. Dementsprechend, Boys, macht euch bereit, ja, jetzt kommt das. Läuft die Kamera, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Kamera läuft, ja. Wir sind auf dem Weg zum Gym, das ist die erste Trainingseinheit in der Bulk-Reihe, die ich aufzeichne. Ihr wisst, ich war erkältet. Jetzt wird das Ganze natürlich dementsprechend ein bisschen protokolliert. Wir werden heute anfangen mit Schultern, ein bisschen Arme werden vielleicht drin, dann schauen wir mal, wie wir es machen. Denn tatsächlich ist es ein Firmaspiel, das heißt eigentlich nur Schultern. Wir werden uns gleich im Gym sehen, vielleicht noch auf dem Weg ins Gym, denn der Booster wird geballert. Und was für ein Booster das ist, das verrate ich euch später. Boah, ich wüsste das ja, wenn man sich richtig vorbereitet aufs Training, das ist so, ja, du hast eine Antwort dazu? Klar. Das haben wir 2 an sich. Ja, wie gesagt, jetzt geht's das Training nach oben, der Booster ist gezündet, dazu ganz noch Vitago. Warum ich Vitago vorm Sport nehme, warum ich meine Kohlenhydrate tatsächlich in Flüssigkeitsform noch zu mir nehme, werde ich natürlich noch erläutern innerhalb dieser Videoreihe. In diesem Bereich, ja? Auf geht's. Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number 1, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal. Bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you ballin', ballin'. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life
till I overdose. Where they sleeping on me, that's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex-girl. She fine as hell, but she a mess, girl. All I do is rhyme, I got no time, so I can't reply to your test, girl. But I'm back again and I run it. Always gotta keep it 100. All of y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like, fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch, I'm killing myself. I'm gone, we burning it up. Step in the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit. When I sit to the mic, I be murdering it. And we living real good, mainstream, but it's still good. I got raw shit, I got real shit. But right now, it's time for that feel good. We call that balling, doing this is my calling. Flow is so appalling, my phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back, cause I'm coming through with my whole team, they coming too. That's ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. Now there's no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. How I feel when you ballin', ballin'. Going places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause, yeah, you never know. You know that we ballin', we be going all in. Hold on, let me slow it down so y'all get the shit. These haters talk, but I don't give a shit. Got models, bottles, and the piff is lit. But we ballin', kinda like sprawlin' and rollin'. On the road, the riches never stolen. Got your girl up all on my nuts, but she do it with joy, no almonds. Living life to perfection. VIP, that's the section. Aus dem Gym, auf dem Balkon, tatsächlich, so ist es, ja. Denn es geht natürlich auch noch ums Thema Ernährung. Wir werden heute, wie gesagt, nur alles ganz, ganz grob anschneiden. Ich werde die nächsten 4 Wochen eine gleiche Makroverteilung haben. Sprich, ich werde 4000 Kalorien haben und die Makros dementsprechend aufteilen. Wie sie im Einzelnen aufgeteilt sind, werde ich euch Step by Step in den nächsten 4 Wochen demonstrieren. Ich werde es nämlich so machen, ich werde sie relativ gleich halten. Ich werde eine Woche lang das gleiche essen, die zweite das gleiche essen, die dritte und die vierte. Halte wöchentlich ändern, ja, das Ganze, damit es möglichst einfach gestaltet ist. Und ganz, ganz wichtig bei mir, ich bin natürlich ein schlechter Esser. Ja. Ich habe nach der Zeit der Diät die ersten 3 Wochen alles reingehauen. Ich hatte das Gefühl, ich habe immer Hunger. Ich dachte mir so, wenn das so weitergeht, dann explodiere ich so ungefähr. Und jetzt bin ich so an einem Punkt, wo ich so ein bisschen stagniere. Ja, ja, ich blende euch mal gerne das Gewicht ein, womit wir heute beginnen. Und tatsächlich ist es so, dass ich auf Flüssigmahlzeiten nach wie vor zurückgreife, nur im größeren Maße, ja, im größeren Maße. Ich habe zum Beispiel heute mir einen Shake gemacht, den habe ich noch nicht ganz ausgetrunken, den muss ich noch ganz austrinken, denn er hatte tatsächlich 2300 Kalorien. Das ist ein bisschen üppig tatsächlich, das auf einmal zu trinken, denn speziell, wenn ihr euch einen Shake macht, in dem Fall mit 200 Gramm Haferflocken, ja, mit 100 Gramm Whey, mit 75 Gramm Walnüssen und mit tatsächlich 380 Gramm Bananen plus 700 Milliliter Milch, ungefähr 2300 Kalorien, ist das Problem, dass wenn ihr es ein bisschen stehen lässt, sehr, sehr, sehr dickflüssig wird. Es wird sehr sämig. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ich werde euch, wie gesagt, jetzt Woche für Woche auch ein bisschen ausgedehnter und auch die Videolänge ein bisschen, sagen wir mal, gestretchter demonstrieren, wie sich das Ganze verhält, sowohl mein Gewicht als auch meine Kraft. Denn wir werden natürlich meine Kraftwerte in den Grundübungen festhalten, sprich Bankdrücken. Kreuzheben mache ich nicht, ja, werde ich auch erklären, warum ich kein Kreuzheben mache. Und eben natürlich die Kniebeugen. Ja. Auch wenn ich in der Physikklasse starten werde, werde ich natürlich erstmal, ja, trotzdem noch die Beine trainieren. So schlimm ist es bei mir noch nicht geworden. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ich 2017 diverse Male starten möchte, gerne 3-4 Mal. Und eben diesen Ball bis Ende Januar durchführen möchte. Und wo wir den ganzen landen, das werden wir sehen. Ich werde es relativ sauer machen. Ja. Ich möchte nicht wieder hochschießen wie jetzt die letzten Wochen, wo ich tatsächlich ungefähr 10 Kilo draufgepackt habe innerhalb von 2-3 Wochen. Und das war dann schon irgendwann nicht mehr schön. Ihr seht, mein Gesicht fällt auch natürlich immer runter. Und das soll natürlich auch irgendwie noch ein bisschen, naja, nicht komplett ein Mondgesicht werden. Man will sich nicht komplett unwohl fühlen. Auch wenn das ein oder andere Streifchen manchmal im Training da sein mag. Aber das ist eigentlich eher Tagesform. Ja. Also wie gesagt, ich möchte das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Sprich, euer Input ist mein Output, wie ich es immer so gerne sage. Demnach kommentiert unten, was ihr genau euch interessiert innerhalb eines Balks. Ich will das Ganze aufgreifen. Und werde das Ganze natürlich dementsprechend noch ein bisschen, wie ich meinte, ein bisschen breiter machen, weil ich bin kein Freund von diesen kurzen Videos wie heute, weil ich finde, da geht Persönlichkeit verloren, ich finde, da geht Sympathie verloren und ich finde, man kann nicht der zeigen, der man ist, wenn man nur an einem Thema arbeitet. Das mag zwar fürs Thema förderlich sein, aber ich bin der Meinung, dass diese Social Media bzw. YouTube im Speziellen, wo man sich per Du Auge zu Auge mehr oder weniger trifft, ihr seht mich, ich sehe euch nicht, aber zumindest eine kleine Connection aufbaut und letztendlich schaut man demjenigen nicht, der am coolsten ist oder am breitesten ist oder am lustigsten ist, sondern den man am meisten mag oder sich mit dem am meisten identifizieren kann. Demnach lasst mir gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mein erstes Video, ja, gute Resonanzen bekommt.
tatsächlich wurde ja auch gefragt und uns kam auch der Aufruf, ey, motiviert den Simon, was alleine zu machen. Und das soll es jetzt endlich sein. Ein bis zweimal pro Woche möchte ich euch gerne einen Einblick geben. Kommentiert es gerne, gebt mir gerne einen Daumen hoch. In dem Sinne bei euch, Dankeschön fürs Anschauen, euer Sai und